Was geht ab, Freunde des Internets? Willkommen zu einem neuen WhatsApp Feedback. Heute mit einem leider sehr deprimierenden Thema. Was die Berliner YouTuberin und Instagrammerin Diana June momentan durchmachen muss, ist einfach unvorstellbar. Sie hat ihre gesamte Schwangerschaft mit dem Internet geteilt, hat immer wieder Babybauchbilder geteilt, gezeigt, wie das Kinderzimmer aussieht und einfach insgesamt, wie sehr sie sich auf ihr Kind freut. Am 5. Dezember war es dann auch soweit, ihr Kind ist auf die Welt gekommen und nur 2 Tage später verstorben. Am Anfang stand die Vermutung im Raum, das Kind habe sich eventuell mit dem Krankenhaus KMMRSA angesteckt. Dem ist allerdings nicht so. Die Obduktion hat ergeben, dass das Kind an einer schweren Lungenentzündung litt und tatsächlich an den Folgen von einer Blutvergiftung starb. Für Diana und ihren Mann ist das natürlich die schlimmste Sache, die hätte passieren können. Zusätzlich finden sie sich allerdings auch noch von der Charité, wo das Kind zur Welt gekommen ist, falsch behandelt. Das Krankenhaus hat wohl den lebensbedrohlichen Zustand des Kindes erst gar nicht erkannt und die Eltern ihren Sorgen überhaupt nicht ernst genommen. Daher geben die beiden auch der Charité die Schuld am Tod ihres Kindes. Auf Instagram hat Diana nochmal ausführlich Stellung dazu bezogen, wie es im Krankenhaus genau abgegangen ist. Und das, was sie schreibt, ist einfach so krass. Die frisch gebackenen Eltern wurden so behandelt, als ob sie total überreagieren und die ganze Situation wurde runtergespielt. Für die Mitarbeiter im Krankenhaus waren sie quasi schon wieder nervig. Und dann wurde auch noch zu spät gehandelt. Es wurde immer gesagt, alles ist okay, es gibt keine Probleme. Und als es passiert ist, hat das Mitgefühl gefehlt. Die beiden wurden behandelt wie eine Nummer, nur ein weiterer Fall. Passiert halt mal. Ohne Scheiße, das zu lesen ist einfach so krass. Und was halt auch einfach ein Riesenproblem ist, solche Sachen passieren ja immer wieder. Und die große Frage ist halt, wenn die beiden nicht irgendwie auf Social Media aktiv wären, wäre dieser Fall überhaupt jemals an die Öffentlichkeit gekommen? Man weiß es nicht. Und ohne Scheiß, ich habe das schon so oft gehört, dass man irgendwie in Krankenhäusern als frisch gebackene Eltern scheiße behandelt wird, nicht ernst genommen wird. Und was ja auch immer mehr passiert in Krankenhäusern ist, die müssen ja ihre Quote einhalten. Bedeutet, die müssen Summe XY im Jahr operieren oder im Krankenhaus behalten. Und dann werden Operationen an Menschen vorgenommen, die überhaupt nicht notwendig sind. Und solche Fälle gibt es immer häufiger, die fallen immer häufiger auf. Wie soll man da noch das Vertrauen Krankenhäusern bzw. Ärzten gegenüber aufrechterhalten? Ganz ehrlich, ich weiß es nicht und eigentlich finde ich so ein Thema überhaupt nicht schön, darüber zu reden. Aber ich finde es irgendwie dann doch wichtig, auch mal auf solche Themen aufmerksam zu machen. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Alle wichtigen Links zu diesem Thema wie immer unten in der Videobeschreibung. Und wir sehen uns hoffentlich bald wieder zum nächsten Video. Bis dahin, haut rein, habt einen grandiosen Tag, euer Phil. Peace and out.